Du wünschst dir einen Partner, doch irgendwie klappt es einfach nicht. Du lernst entweder niemanden kennen, hast Angst, Frauen anzusprechen, oder du bist vielleicht eine Frau und du schaffst es einfach nicht in eine Partnerschaft. Hast immer wieder Affären, Liaisons oder wie du es auch bezeichnen möchtest. Der andere möchte sich einfach nicht binden. Der letztere Fall kenne ich leider nur zu gut und auch ich wollte mich lange Zeit überhaupt nicht mehr binden. Also es ist egal, ob du jetzt Mann oder Frau bist, schau einfach, welche Punkte zu dir passen und dann kannst du sie geschlechtermäßig eben umdrehen, wie du es für dich brauchst. Mein Name ist Nadine Kretz, ich bin Autorin von mittlerweile 9 Büchern, mache psychologische Beratungen und verhelfe zu glücklicheren Beziehungen. Und genau da sind wir natürlich wieder an dem Punkt. Eine glückliche Beziehung. Ich kenne nicht viele Menschen, die tatsächlich eine wunderbare, glückliche Beziehung führen. Die meisten haben Beziehungsprobleme. Warum haben sie Beziehungsprobleme? Weil die Beziehung zu sich selbst nicht geklärt ist und weil sie kein gutes Kommunikationsverhältnis und auch kein gutes Konfliktmanagement haben. Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstwert sind entscheidende Faktoren, um auch A, einen Partner anzuziehen und B, auch eine glückliche Partnerschaft zu führen. Leider ist es bei vielen Menschen so, dass sie den Beziehungsstatus als Werteobjekt gleichstellen oder auch als Beweis. Ja, hast du eine Beziehung, dann bist du ein besserer Mensch, als wenn du Single bist. Mittlerweile ist das Single-Dasein zwar schon akzeptiert und nicht immer als Wertigkeit definiert, dennoch birgt es eine große Gefahr. Die große Gefahr ist nämlich die, dass wir vereinsamen, dass der Mensch eben nicht mehr zu Partnerschaften und Beziehungen, freundschaftlich, familiär oder eben auch intime Beziehungen, gar nicht mehr in der Lage ist. Daher ist das Single-Dasein auf der einen Seite zum akzeptablen Gesellschaftspunkt geworden, aber auf der anderen Seite wird es immer noch verachtet. Also so oder so hat man die Arschkarte gezogen, wenn man Single ist. Du hast jemanden kennengelernt und denkst, wow, das ist jetzt der oder die Richtige für mich. Das ist mein Traumpartner, meine Traumpartnerin. Ich bin am Ziel angekommen, endlich zu zweit durchs Leben zu gehen. Und ihr lernt euch kennen, ihr habt wunderschöne Dates, fantastische Verabredungen und es passt einfach alles. Du fängst an, dich zu verlieben und du möchtest dein restliches Leben mit dieser Person verbringen. Und dann kommt der große Krach. Warum kommen wir nicht zu einer glücklichen Partnerschaft? Warum lernen wir jemanden kennen und es ist alles wunderschön? Und wir verlieben uns, aber der andere verliebt sich nicht. Woran liegt das? Und warum passiert uns das? Vielleicht sogar öfter. Also, wenn du jetzt ein Mann bist und das betrifft eine Frau, dann dreh diese Sache einfach um. Ich spreche jetzt aus meiner persönlichen Erfahrungen, wie ich es auch selber erlebt habe. Denn auch ich kenne das, dass ich mich verliebt habe und dass ich dachte, jetzt ist alles wunderbar. Und dann, leider Gottes, hat der Mann sich nicht auch in mich verliebt. Oder im schlimmsten Fall, es war ein Narzisst. Auch diese traurige Erfahrung musste ich mehrmals machen. Dann schau dir meine Videoreihe am Donnerstag an, abonniere den Kanal und setz die Glocke auf alle, damit du es nicht verpasst. Warum verliebt sich der andere also nicht auch in uns? Diese Frage stellst du dir wahrscheinlich und du wirst dir sagen, es ist alles perfekt, er ist der perfekte Partner oder die Partnerin für mich. Wieso sieht er oder sie das denn nicht auch? Das Ding ist, er oder sie ist leider nicht der perfekte Partner für dich, weil sonst würde er sich in dich verlieben. Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Wir reden es uns schön, obwohl es nicht der Realität entspricht. Unser Verstand weiß das vielleicht, aber nicht unser Herz, weil unser Herz einfach lieben möchte. Also es möchte nicht nur einen Partner, sondern es möchte auch verliebt sein. Und wenn es keine Liebe hat, die es vergeben kann, dann sucht es sich einen Anlaufpunkt
Und dann geraten wir in unglückliche Partnerschaften, weil sie eben dann vielleicht nicht erwidert wird. Wenn du einen Partner hast oder einen potenziellen Partner, der sich nicht binden möchte, dann schau für dich einmal hin, wo liegt da noch etwas in mir, dass ich mich nicht binden möchte. Jetzt sagst du wahrscheinlich, nein, das ist totaler Quatsch. Natürlich möchte ich einen Partner oder eine Partnerin. Natürlich möchte ich mich binden. Natürlich möchte ich das alles. Ja, das sagt dir dein Verstand. Aber dein Herz sagt dir etwas anderes, weil dein Herz vermutlich so oft verletzt worden ist und so viele Wunden trägt, dass es nicht dazu bereit ist, dieses Risiko nochmal einzugehen und sich zu binden. Also, wenn du jemanden kennenlernst, der sich nicht binden möchte, dann bist in Wahrheit auch du das, dass du dich nicht binden möchtest. Der Partner oder die Situation, in die du gerätst, ist nur dein eigener Spiegel, an der du wiederum wachsen und heilen kannst. Jetzt fragst du dich zum Beispiel, wie kann ich denn mein Herz heilen? Ich kann dir da nur wiederum auch meine Bücher empfehlen, 100% ich, mein Weg zu mir oder wirklich dieses Workbook. Da stehen ganz viele tolle praktische Übungen drin, wie du an dir arbeiten kannst und wie du diese Verletzungen heilen kannst. Also dafür sind diese beiden Bücher ideal geeignet. 100% ich und die Selbstliebeserklärung, ich bin mein eigenes Wunder. Da hast du wirklich handfeste Übungen, wo du immer wieder nachschauen kannst, was passt jetzt gerade zu mir, wo stehe ich, ist es für mich geheilt oder ist es für mich noch nicht geheilt und wie du diesen Prozess auch starten kannst. Von ich verstehe einfach nicht, warum ich so lange Single bin, warum klappt es einfach nicht. Und diesen ersten Prozess, den muss man einfach verstehen, damit man den nächsten Weg und die nächsten Schritte gehen kann. Also, wenn du einen Mann hast, der sich nicht binden möchte, dann bist du es, weshalb du dich nicht binden kannst. Das ist dann die klassische passive und aktive Beziehungsunfähigkeit oder Bindungsangst. Überprüf das mal für dich, lass es mich wissen, schreib mir einen Kommentar unten in die Box oder komm auch in meinen Telegram-Kanal, auch das findest du, den Link unten in der Box. Du kannst mir da auch Fragen stellen oder hier bei YouTube. Ich beantworte sie dir gerne, sodass du in deine Liebe kommen kannst, deine Verletzungen heilen kannst und dann auch einen Partner in dein Leben anziehen kannst. Für mich ist es genau der gleiche Prozess, weil auch ich immer wieder und auch immer noch in meinem Wachstum bin. Du kannst es dir vorstellen wie eine Zwiebel und da geht es Schicht für Schicht für Schicht für Schicht, wird es abgearbeitet. Und selbst wenn man denkt, oh, jetzt müsste ich ja langsam mal am Ziel angekommen sein, ich kann dir sagen, ich arbeite fast täglich an mir und auch ich bin immer noch nicht am absoluten Ziel angekommen. Es gibt immer wieder Neues zu entdecken, leider Gottes immer wieder auch hier und da neue Verletzungen, die wir uns dann anschauen können, aber es lohnt sich, diesen Weg zu gehen, du kommst immer mehr in die Heilung. Also gib mir ein Like, abonniere den Kanal, teile es unbedingt auch mit deinen Freunden, mit deiner Familie, damit ihr auch über diese Themen sprechen könnt und auch so könnt ihr euch gegenseitig unterstützen, dass ihr gemeinsam in den Wachstum kommt. Also bis dann und danke für dein Abo und danke für dein Like. Tschüss!